Ja, das was geklappt und willkommen. Wir reagieren auf unseren Bruder Pomping Monkey. Und zwar Tinder in Frankfurt. Wir haben eben gerade so ein bisschen was reingehört und so. Ich glaube, es kann sehr, sehr witzig werden. Ja, immer wenn ich so den Ton einstellen muss, muss ich immer ein bisschen so skippen, mal hier und dort und dort. Und ich denke mir so, Digga, es hat sich schon crazy angehört. Alles klar, let's go. Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt. Heute gibt es wieder mal Tinder auf meine Art. Actube auch dabei. Wir babbeln gar nicht lange rum. Wir checken einmal unsere Mädels ab. Ein Applaus für die Mädels. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Das ist echt eine Blamage. Mädels! Boah, und jetzt die Jungs. Boah, krass. Jungs, ja, die erste Zensur. Mal schauen, ob Pumping sich gebessert hat, was Zensuren angeht, okay? Oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Als ob Leute im Jahr 2024 immer noch in Pumpings Videos gehen und ihnen dann nachträglich schreiben, kannst du mich zensieren. Bro, es ist Bro. Also wirklich, wer macht das noch? Ich weiß es nicht, vor allem nachträglich. Wäre ich Pumping, ich würde wirklich sagen, wenn ich ein Einverständnis habe, gell? Ja. Ich zensiere gar nichts mehr, ne? Boah, der kommt einmal mit Kutte an, Digga. Boah, Steve Urkel, krasser Typ. Der hat einfach Sprache gemacht. Boah, ich würde sagen, Tinder. Der hat seinen Namen buchstabiert. Wieder ich heiße C-E-E. Einfach Namen buchstabiert. Wenn wir Spray, dann müssen wir abhauen. Ich würde sagen, Ladies first, let's go in the window. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Ann. Ann? Ann. Ich glaube, die kommt aus Mainz. Ey, die kommt mir voll bekannt vor. Ja, gell? Irgendwie schon. Die ist voll süß. Die ist niemals Frankfurterin. Niemals. Die ist nicht Frankfurterin. Und ich schwöre, ich glaube, die ist normal. Normal. So ordentlich oh, süß. Bitte red normal, bitte. Ja. Weil bei der letzten habe ich auch gesagt, oh, aus Berlin, die ist bestimmt normal. Auf einmal sagt die, ja, du hast ein kleines... Aber das war irgendjemand, ich glaube, also Leute aus Berlin kennen die. Okay, ja, keine weißt du, was ich meine? Ja, ja, wir haben die nicht gekannt. Ihr freut mich, ich bin aus. Woher kommst du? Nähe Frankfurt, also Nidderau, Hanau, so. Okay, für dich ist das Video okay? Ja, ja. Haben wir dein Einverständnis? Ja. Gut, check mal diesen Jigo einmal von oben bis unten ab. Boah, Digga, Leute, das kann nur gut gehen. Ich sehe das schon. Das sieht aus wie ein Zuhälter. Oh, sag mir, würdest Fussi. Du ihn daten? Na, glaub nicht, sag ich ehrlich. Nein. Der macht ein bisschen zu sehr einen auf. Er denkt breit und so, Jigo und so. Hm, weiß ich nicht. Er denkt, er wär's? Ja. Denkst du, wärst es? Ich schieße nicht, aber ich sag chill mal ein bisschen, guck mal. I gonna smash everybody. Boy sent me like location, I gonna come. Whatever you want, doesn't matter, Brooklyn or Moscow, I gonna come. Ey, ich glaube, der will so italienische Mafia nachmachen. Ja, also. Voll, auch mit dieser Brille und so. Ja, aber die andere, die sieht so süß aus, aber trotzdem nimmt die dich so. Ja, das ist ein kleiner Mann. Ich friss dich, Bruder. Leid. Bam, chill. Du bist weg. Guck mal, wie du da stehst. Schreib uns mal deine Typen. Groß auf jeden Fall. Er muss nicht breit sein, so groß, Style. Charakter muss stimmen, weil ansonsten bockt nicht. Oh, weißt du, Pumping muss komplett Arm ausstrecken. Du bist eine große Frau, Junge. Ist doch geil. Aber Pumping muss gefühlt bei jedem Arm ausstrecken. Ne? Nein, weil ich sehe Pumping nicht mehr. man sieht nur so seine Hand, so. Ich stehe immer voll wie ein Reaction drehen. Ja, einfach so. Tutti. Deswegen, man muss gucken. Dann hören wir uns mal die Meinung von drüben an. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich heiße Ivan Ali Galinov Nikolaev. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Sag mir, datest du sie? Ich habe sie gerade abgecheckt von oben bis oben, Bruder, aber nein. Wallah, die sagt, ich wäre für einen Jungen zu klein. Die ist für ein Mädchen zu groß, Wallah. Ich will nicht jetzt so schießen, miesen, einen auf cool Mul. Ich muss nicht cool sein, weil ich bin schon cool. Guck mal, was die macht, Zeig mal, Mama. Beste. Oh, Jungs, die immer sagen, so ein Mädchen ist zu groß. Dann denke ich mir, du bist einfach nur zu klein für sie. Ja, ja, ja. Nee, das ist ja auch nicht schlimm, seine Größe. Nein. Aber er fühlt sich so getriggert. Merkst du, wie er so sagt, ich muss nicht schießen, miechen, weil ich bin schon cool. Also ich muss nicht cool sein, weil ich bin schon cool. Und so denke ich mir so, dass sein Ego wird gekränkt. Weil von Jungs, die ein bisschen kleiner sind, und du sagst, sie sind klein jetzt, gell, der Ego ist direkt gekränkt. Also ja, direkt. Aber sie hat ja nicht so gesagt, ja, der ist mir zu klein oder sonstiges. Ja. Weißt du, was ich meine? Sie hat einfach nur gesagt, der macht zu viel auf Macho. Weißt ja, was ich macht er auch. Ja, aber er fühlt sich direkt so eingeschüchtert, weil er eine größere Frau ist. So, siehst du. Aber er macht so. Was ist er? Er ist so, aber er macht so. Du bist so, wenn du allein schon normal läufst. Was willst du jetzt machen? Willa, Bruder, Walla. Du jetzt? Warum denkst du jetzt einmal ganz leicht? Ich mein's todesernst. Mach deine Fresse zu, wenn du nicht willst, dass ich dich. Ich hab doch gesagt, die nimmt euch. Ja, guck mal, die sieht aus wie so eine Mutter, gell? Die sagt, mach doch was. Ey, guck mal, kennt ihr diese afrikanischen Mütter, die diesen Blick, die hat den drauf, Leute. Ich hab Angst. Die sagt gerade, macht eure Fresse zu. Ich hab aufgehört zu reden. Ich war so. Okay. Ey, warum schreist du? Du bist 2 Meter. 2 Meter. Am Anfang, er kommt noch zu aber mir. Es sind immer kleinere, dünne Jungs, die dann so richtig wie Chihuahuas. Und du musst sie so zurückhalten. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der 2 Meter ist, der zu einer 1,80 Meter Frau sagt, du bist zu groß. Ja, so, ne? So, wow, aber nicht wegen Größe, sondern auch dieses,
Wulla, wulla und so, so. Weißt du, das sind immer diese kleinen Brüder, die sind wie so diese kleinen Hunde, die viel kläffen, wisst ihr? Kennt ihr das? Kläffen? Ja, aber sag mal, ja. Englisch, ich will mich blabieren, jetzt erredet! Was denkst du, wer du bist, Digga? Das ist ohne Spaß, fuck Bruder, wallah, ne, für 5 Euro, die macht alles. Okay. Bruder, guck mal, ich bin ja heute da und ich hab... Das Einzige, was sie macht, die isst dich gratis auf, Leute, mehr nicht. Eine Sache, mein Signing, Shay, komm mal her, der ist der krasseste. Was passiert? Der ist der krasseste Bruder, weil er nachts zensieren lassen war. Ich wollte gerade sagen. Bruder, die tut, die sagt, Schwefel, Bull und so, dies und das. Diss die mal kurz. Nach dem Video. Mach eine, komm. Was soll ich sagen? Nee, Bruder. Sag irgendwas. Diss die. Er sagt, diss die. Er sagt nach dem Video. Nach dem Video, du bist zu Pumping gegangen, hast gesagt, zensier mich. Er sagt, komm, diss die mal, Bruder. Diss die mal. Hä? Du bist doch ein richtiger Mann. Diss dir doch selber, wenn du so viel reden kannst. Period. Kommt dann noch was. Okay. Es bitte Parts, so wie 50 Cent. Du siehst aus wie der vercrackte Slenderman. Oh! Oh! Deswegen hat es noch nicht geklappt mit der Rap-Karriere. Ja, die Rap-Karriere. Wenn man das feiert, dann ist es schwierig, irgendwie hochzukommen im Rap-Game. Wie heißt du? Heißt du Abdul Ghadir bil Kharouf? Ohne Spaß, der Wein gleich. Okay, lass uns mal weitermachen. Es ist sofort eskaliert. Wir gehen ein zweiter, okay? Alles klar? Stell dich mal vor. Ich bin Diana, 21. Ich habe erst heute einen TikTok von ihr gesehen, Leute, wo so ein Typ so eine Umfrage gemacht hat. Und ich weiß schon, wie sie drauf ist. Deswegen, egal was sie sagt, es wird mich nicht schocken. Berlin. Diana und so? Ja, Diana und so. Weißt du, was du heute machst? Ja, hier Tinder. In diesem Video? Tinder auf deine Art. Normal, Alter. Abchecken, abchecken, ne? So sieht's aus, von oben bis unten. Oh nee, Alter, der fühlt würdest sich zu sehr. Würdest du Steve Urkel daten? Der fühlt sich zu sehr. Ja. 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 Was meinst du damit? Guck mal, er sieht aus wie John Sins in klein, dünn und hässlich. Und mit einem Kleid. Aber guck mal, eigentlich, ich will nicht schießen. Sag uns erstmal, wie alt du? 21. 21? Du? Ja. Sicher? Ja, genau. Okay, wir haben auch kein Einverständnis. Du? Du? Dein Kennenlernphase. Der sagt sicher, die sagt so, ja doch, sicher. Genau. Auch von deinen Eltern? Ja. Okay. Er ist nicht dein Typ. Nein. Beschreib mal deinen Typ. Mein Typ? Guck mal nach hinten, vielleicht einer von denen. Was, ich? Yeah. Ist Pumping nicht verlobt? Ich glaube, der ist verlobt. Pumping ist verlobt. Da übrigens heißt seine Glückwunsch übrigens, ne? Ja. Ich glaube, heißt seine Verlobte nicht Anna oder so? Die sind sausüß zusammen. Die kommen und macht gleich so, what you wow, Anna. Nein, Spaß. Kameramann. Kameramann. Ich weiß, dass sie Anna ist. Ich bin mir sehr sicher. Wir hören uns die Meinung von ihm an, komm. Boah, Playboy, stell dich vor. Assalamu alaikum, scheiß Player. Alaikum salam. Manch kenn ich, manch nicht, aber ich bin mächtig, ja. Du bist fresh und mächtig. Check mal Diana einmal von oben bis unten ab. Check sie ab. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Auf gar keinen Fall, Bruder. Weißt du warum? Warum? Bruder, wer sie fit, ist sofort zum F***en, Bruder. Was? Was? Ist sofort? Ich hab's nicht verstanden, weil es zensiert wurde. Ist zu. Was ist sofort? Warum? Bruder, wer sie fit, ist sofort zum F***en, Bruder. Ach so, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Ich hab nicht gehört. Was? Kannst du wiederholen? Wer dich hat keine Hände. Also ist sofort zum F***en. Ja, ne, dein Vater. Anne, du. Sie sagt so, ja, ne, dein Vater. Ey, sie ist Huda und Sonja in einer Person. Wir haben es zurück, Leute. Weil diesen das könnte die Tochter sein. Ja, ja, das ist Fusion aus den beiden. Weil sie redet wie Huda, aber sieht aus wie Sonja. Ich schwöre. Ja. Wer dich hat keine Hände. Also sofort. Ja, ne, dein Vater. Janne, warum kommst du nicht mit der Wahrheit klar? Lass mich stehen. Du 1,60. Respektlos, ohne Spaß. Der hat kein Benehmen. Deine Eltern haben ihn nicht erzogen, ich schwöre. Ohne Spaß, der redet zu viel. Guckt ihn euch an, ist ein kleiner Mann. Genauso klein wie Müller. Du bist 2 Meter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, du sagst auf keinen Fall? Bruder, auf gar keinen Fall. Und die erst recht nicht, Bruder. Guck mal an die, ne? Ich will gar nicht so bleiben. Ey, dieser eine Typ, der gerade geredet hat, der leckt so viele Lippen die ganze Zeit. Der hat die ganze Zeit so... Auf gar keinen Fall. Der will die ganze Juicy Lips, Bro. Es triggert. Bruder, auf gar keinen Fall. Und die erst recht nicht, Bruder. Guck mal, warm. Ich will sauber. Gar nicht so beleidigen oder sowas, ne? Warum müsst ihr euch vor der Kamera so verstellen? Ey, ganz cool, kurz. Actube, ich hab das Gefühl, der ist auf irgendetwas. Actube ist im... Guck mal, geh nochmal zurück und guck mal dort in der Ecke. Der guckt dir in die Seele, das macht mir gerade Angst. Oder sowas, ne?
Alter, Leute, ich habe gerade wirklich Angst. Der überlegt sich so lang, was er sagen soll, weißt du? Der ist die ganze Zeit so, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Damit alle, oh, machen mich auch hochheben. Warum müsst ihr euch vor der Kamera so verstellen, einen auf cool machen? Ja, gebt doch einfach eure Meinung, sagt boah, nein, er gefällt mir nicht. Safi, ihr müsst doch keine Filme machen, ist doch alles gut. Sag er zu den Mädchen. Das hat doch gerade dein Kollege gemacht mit den Juicy Lips. Der fühlt sich komplett gerade auf Mann getan vor Kamera. Ich war sportlich ein Battle. Ich meine meine Sachen doch gar nicht ernst, die ich sage. Seid doch einfach cool, gibt eure Meinung, sagt nein, er gefällt mir nicht. Warum müsst ihr auf Kamera so einen auf cool machen? Ich sag, er gefällt mir nicht. Er sagt, das war sportlich ein Battle, aber es war nur Battle von seiner Seite. Einfach andere Seite, das ist doch kein sportliches Battle. Stell dir vor, ich sag sportliches Battle, aber ich spiele Fußball gegen jemanden, der zum ersten Mal einen Ball sieht. Ja. Sportliches Battle. Bleib doch einfach respektvoll. So alles gut. Guck mal, du kommst rein. Erstmal, du musst nachdenken. Was sag ich jetzt? Was sag ich jetzt, um einen auf cool zu tun? So. Und dann stehst du da. Stopp mal jetzt. Und dann stehst du da, stellst dich so hin, als würdest du jetzt rappen oder Freestyle oder sowas. Du musst auch hart verkacken. Und dann redest du. Und dann gehst du raus, wenn man was zurücksagt. Du wirst sauer. Wenn man was zurücksagt, du fängst an zu weinen oder so. Was ist los mit dir? Warte. Ich will was sagen. Bruder, Guck mal, du schießt. Ja, aber Pumping, sein Zäsierung ist besser geworden, gell? Ja. Einfach Glow-Up gehabt. Der hat einfach heftiges Wildes genommen. Dachte sich sicher. Einfach ohne Grund gegen mich. Ich hab gar nichts gegen dich gesagt oder so. Ich hab nur eine Line gebracht, die sportlich gemeint war. Wenn du jetzt so reagierst, ist deine Sache, so Safi. Ich wurde erzogen. An, wenn du mit mir redest, guck mir in die Augen. Oh, schrei noch lauter. Ich hab keinen Respekt vor dir, deswegen guckst du dir auch nicht in die Augen. Ein Mann hat Respekt vor einer Frau. Bist du wieder kein Mann? Wir haben Ramadan, ne? Bei Iftar. Ja, oh, ja, das sind die Schlimmsten. Ey, Leute, wirklich. Oh, das, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben kennenlernen mussten, okay? Solche Männer, und das war kein Deutsch. Ich habe nicht genug Deutschkurse besucht, aber genug Menschen kennengelernt. Solche Menschen, die immer so auf heilig tun. Ich kann dir jetzt auf Ding, kann ich dir 5 Leute nennen. Die übertreiben mit auf heilig, wow, heilig und so. Das der beleidigt Mutter, die. Vater, ja, alle, ja, redet über das. Du bist ein Gorilla, so, ja, du bist das. Der und dann redet über so perverse Dinger und so, dann sagt der, Leute, es ist Ramadan. Ja. Und dann plötzlich wird der so Hotter. Der mit dir schläft, der kann nicht das, der kann nicht so, der hat keine Hände und so. Und jetzt, es ist Ramadan, Leute. Plötzlich. What the fuck? Oh mein wirklich. Gott. Okay, ganz kurz. Mind your own business. Ihr müsst alle seine TikToks abchecken. Ihr müsst seine TikToks abchecken, dann er darf nicht über Ramadan, Allah oder irgendetwas reden. Er ist der Fitnermacher auf seinen Namen. Du bist wie kannst du Deutsch? Sagen! Du kannst nichts anderes sagen, außer er ist nicht sein Blabla. Du hast doch einen TikTok gepostet. Du meintest, Freundin fremdgehen. Hallo? Halt doch mal kurz zu. Hörst du mal zu, alle? Alle, du hast doch einen TikTok gepostet, wo du meintest, Freundin fremdgehen und so. Warum redest du da vor Ramadan? Guck mal, ich hab Freunde, ne? Ich hab eine Freundin. Was machst du hier? Fremd, die sind Bruder, Bruder! Warte mal! Sag nicht Ramadan! Bruder, sie redet gerade über Fremdgehen. Davor, vor Kamera, wo die Lache im Mund hatte, erzählt sie, dass sie ihren Freund mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Mit ihrem eigenen? Mit ihrem eigenen Bruder? Ich glaube, sie meinte mit seinem Bruder. Oder bitte, sie meinte das. Da muss sie sich richtig artikulieren. Artikulier nicht mal. Weil ich weiß, du bist Deutsch und so manchmal schwer. Aber in dieser Situation einmal richtig sprechen, okay? Weil sonst, Bruder, wird es echt schwer, das. Ey, Leute, man sagt ja immer so. FBI, open up. Da sagt er immer so, Familie vorziehen und so. Die hat Wort Westen. Geht aber auch nicht vor Ramadan, weißt du? Familie geht vor alles, Leute. Bist du stolz? Ja, ich bin stolz. Wollen wir weitermachen? Ja, wallah, ja, weitermachen. Digga, hast du schon mal dich angesehen, wie du aussiehst gerade, Digga? Hä, du sagst doch auch die ganze Zeit, wallah. Du sagst auch die ganze Zeit, wallah. Astaghfirullah. Hör zu. Ich bin. Hör mir mal gut, die beiden, ich brauch die gar nicht, das sind schon Punchline genug. Ey, wenn er einfach random so Raps macht, wirklich, so Rap-Lines, sei leise, sei leise. Das ist Maximum Cringe, das ist wirklich Max Cringe. Alle, du sagst, ich spann, Schwab, ich kann dich nicht ernst nehmen. Wie wer? Spann, Schwab, Mann. Ja, alle. Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin nicht SpongeBob. Ja, guck mal, ich sehe aus wie Patrick, weil die Spitze von meinem Kopf war an deiner Mutter drin. Deswegen. Leute, aber es ist Ramadan. Alles klar. Hast du nicht gerade noch von Ramadan geredet? Ja. Hä, ich hab schon mal einen Satz gesagt. Oh mein Gott. Du redest gar nicht. Heul leiser. Oh mein Gott, halt dein Digga, keiner mag dich. Checkst du's nicht?
nicht. Checkst du es nicht? Digga, machen wir Tinder, Digga. Haben wir Tinder jetzt nur mit den zwei Mädels gemacht? Ich dachte, es sind mehr. Ja, ich glaube, die anderen dachten sich so, ey, seit 9 Minuten beleidigt mich. SOS, schnell raus hier. Aber ich finde hier, Leute, die im Weißen, die ist wirklich zu gut für das Ganze. Ja, die wirkt eigentlich sehr süß und die ist auch echt hübsch. Die wirkt wirklich anständig. Und, ja, und wenn die so redet, denke ich mir, Kenneck, weil vielleicht bist du gerade impulsiv, aber das wird für immer drin bleiben, ist ehrlich gerade Kenneck. Ja, ich glaube, die ist gar nicht so drauf, aber es triggert. Ich glaube, so vor allem so große Mädchen, die in der Schule so viel durchmachen muss mit Riese, du bist ein Giraffe. Nein, und so, es sind immer diese, das triggert es die sind dann. Immer, no offense, gell, aber es sind immer diese hässlicheren Jungs, die so über Aussehen reden und wie jemand aussieht und so, denke ich mir so, hast du keinen Spiegel? Also wirklich, retalk. Nichts gegen diese Jungs jetzt spezifisch. Aber kennt ihr diese Jungs, die einfach aussehen wie linkes Knie, nachdem es einfach 5-mal gebrochen war und danach sehen, reden die, du siehst so aus, das denke ich mir so. Ja, ich schwöre. Retalk. Hübsche Jungs reden nicht so. Leute schießen gegen dich rassistisch, du sagst, lustig und so, ne? Sei mal leise, mach da lang zu, Digga. Digga, wer bist du auf einmal? Jetzt mal abgesehen von dieses Dissen und Beleidigen, wie geil ist dieser Kameramann, Junge? Das ist Bruno, der Kameramann. Niemals was gegen Schwarze, das ist der nächste, den Sie lieben Schwarze. Ey, geh nicht drauf ein, weil danach nimmt die deinen Bruder. Mach nicht. Ich will. Black Lives Matter, Walla Black Lives Matter. Okay, wir machen weiter. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ey, die warten da noch. Die sind immer noch dort. Nein. Ich wäre schon längst gegangen. Bro, kennst du diese 7 Berge, über die man flüchten kann? Über alle 7 Berge? Ich hätte schon den 8. gefunden mittlerweile. Die stehen da immer noch. Nee. In diese Latte. Wer bist du? Diese Latte. Die Nette? Nee, diese Latte. Diese Latte. Was ist das für ein Name? Lieselotte, der Name passt auch nicht rein. Ja, aber ich hätte lieber gesagt, ich bin Lisa. Ja, aber Lieselotte ist so richtig einfach deutscher Name und jeder kennt den eigentlich, der in Deutschland groß geworden ist. Aber Bro, in Frankfurt kennt man nur Achmed, Diana und so, weißt du, sowas. Lieselotte, was ist das hier Name? Was ist das für ein Name? Einfach deutscher Name, Leute, ne? In Deutschland. Okay, sag mal nochmal. Lieselotte. Ach so. Okay, check ihn mal ab. Ich glaube, gerade wurde so viel geschrien, pumping sein Gehör, gell? Der wird mit 30 schon mal hören können, weil da nur geschrien wird. Der ist ja auch immer noch da. Perfekt. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Warum nicht? Ist tatsächlich nicht mein Typ. Und ich bleib meinem Ex immer noch treu. Nee, ich bleib... Ey, die haben so verschiedene Arten von Frauen. Ey, ja, ich höre, Leute, einer ist komischer als der andere. Die eine schläft mit ihrem Bruder, die andere ist ihrem Ex treu. Einfach Ex, hä? Treu. Was war denn dein Ex für ein Typ? Albaner? Ja! Der hat dich komplett manipuliert. Toll. 1,90. Ja! Den bleibt man treu. Bruder, 1,90 Albaner, da bleibt man steckt. Die ist so stolz drauf, die ist so... Nee, ich bleib beim Ex treu. Einfach Albaner? Es reicht nicht, dass sie Freundin ist, aber treu bleiben. Ja, ja, klar. 90? Singbad. Fußballspieler. So, okay. Gut, dann hören wir uns die Meinung bitte von ihm an. Stell dich mal vor. Oder meine Mutter redet nicht mal so über mich, wie die über ihren Ex redet. Tschüss. Das beste Trikot der Welt an. Dein Herz, Bruder, danke. Jim Bom Bom. Jim Bom Bom. Okay, check sie mal ab von oben bis oben. Lieselotte. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also ich bin ehrlich, sie sieht ganz nett aus. Aha, sympathisch. Eine sympathische Aura zu haben. Sehr schön. Aber ist nicht mein Typ. Aber er hat das so schön gemacht, einen Applaus. Ja, so macht man das. Was ist dein Problem? Nein, der liegt. Was habe ich jetzt gerade gesagt, was so verwerflich war, dass du so machst? Ich applaudiere nicht für dich, ich applaudiere nicht für dich. Du bist fake, du bist fake, du bist inbegriffen. Okay, die ist verletzt. Die ist so sauer. Die ist da oben. Du bist fake. Vertrau dir nicht. Die steht da oben, guckt auf alle herab und sagt, du bist fake. Die ist wie mit Tammanuelsen. Die steht da oben, du bist fake. Mein Bruder, du bist fake. Die ist da oben so. Die steht da so. Die gibt mir so Manuelsen, weißt du? Nur den Blick auf. Sie sagt, du bist fake. Die steht das ist da einfach. Hey, du hast... Guckst nach unten, wenn du schießt, guckst nach unten, wie ein Hund guckst du nach unten, ne? Guck mal, ich will gar nicht mit dir reden, so. Lass mich einfach in Ruhe, so. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann gar nicht. Gar nicht mal mit dir geredet. Ich hab noch nicht mal mit dir geredet. Also halt.
doch im Prinzip doch meine Fresse stehen. Du bist so ein Opfer, ich kann dich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Alles, was du machst, ist lustig, Digga. Man kann nur über dich lachen. Was? Guck mal, okay, über mich kann man lachen, ne? Über dich muss man weinen, weil man dich so sieht, sag ich dir. Okay, dein Deutsch auch perfekt. Ist sie so schön? Sie so schön? Nein, ich weine, dass es so. Ich weine, dass. Walla, SpongeBob, sorry, dass du kein Selbstbewusst hast. Ich liebe SpongeBob. SpongeBob ist meine Kindheit. Ja, du bist es doch. Ey, guck mal, du willst den ganzen Tag im Lutschen, ja? Du willst nur. Chat! Ich verstehe es halt wirklich nicht. Das aber er hat vor 2 Sekunden noch von Ramadan geredet, Leute. Wirklich. Ich verstehe die Wörter nicht mal. Sagt, du willst ganz zu lutschen. Mike Tyson auf. Ich muss die ganze Zeit, wie tut die übersetzt auf Frankfurterisch? Was hat der gesagt? Ich war mal mute die ganze Zeit, macht so. Er hat das und das gesagt. Ich so. Sei in deine Mutter, man muss da einmal reindippen. Hä, das hat sie, das hast du doch schon mal gebracht. Bruder, sie hat nichts mehr auf ihren Kopf aus Slimes, Bruder, weil sie hat nur ja, noch. Ja, das passt doch, das passt doch. Was muss aber alle, das passt doch. Okay, aber ganz kurz, du doch auch. Du sagst doch auch immer das Gleiche, oder nicht? Du sagst immer das Gleiche. Was hat er gesagt? Immer du fängst so an mit ihr oder so, ich check nicht. Es redet doch keiner mit dir. Was denkst du, wer du bist, Junge? Geh mal raus. Guck mal, du sagst ganz kurz, sei mal leise jetzt, ich rede. So, du nennst mich Hund, aber du kommst erst, wenn dein Kollege sagt, guck mal her, jetzt komm her, wie ein Hund bist du gekommen. Hey, hör mal zu, wenn jemand im Kerim happiness ist. Red mal Deutsch, Digga. Red mal Deutsch. Mach dir hier ein Auge. Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Verstanden. Wir haben ja noch einen, oder? Du kannst kein Deutsch. Warum musst du die ganze Zeit auf Türkisch das? Dann geh doch Schule. Warum gehst du in Schule? Ich geh Schule. Gehst du Schule? Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Soll ich mal sagen, in welche Schule du warst? JVA, Gelsenkirchen, Psychiatrie. Du warst in alle möglichen Knäste und du dachtest, du wärst in Schule, aber du warst in gar nicht Schule. Hast du deine Botox nur hier ein bisschen zu viel gemacht und hier zu wenig? Ja, du überall. Digga. Ja, da, ich dachte, du hast eine Schalle. Manchmal frage ich mich, warum wir uns das reinziehen. Ich bin gerade wirklich geschockt. Wirklich, ich guck nur noch und mein Gehirn ist schon, der ist schon über alle Berge, Leute. Mal ein bisschen, ich hab Mitleid ja, mit guck, dir. Er gibt zu, dass er ein ja, zeig doch Foto, Alter. Was, alle? Nein, guck mal, er sagt, er ist eine männliche Kachi. Warte mal, ich hab mal eine Frage, da du ja so sauer bist. Wie würdest du die Typen beschreiben? Unfassbar, wirklich so unfassbar nervig. Ihr macht alle einen auf. Ihr seid alle, ihr habt gesehen. Charlotte ist so überfordert, dieser, mein gutes Deutschland, ne? Wo hat das hingeführt? Ah. Ihr habt gesehen, wir sind. Halt mal dein Maul jetzt, Junge, lass mich doch reden, was ist los mit dir? Guck mal. Charlotte wählt danach AfD, Leute. Aber es ist immer das Gleiche, gell? Die eine ist mit der Brille in weiß und sowas, ja. Die wirkt so voll dominant, so, du kannst sie nicht beleidigen, sowas, du siehst ja auch, die lässt sich nicht klein machen und sowas. Die macht so, du? Ja, du bist leise, du bist leise. So. Und deswegen sind die auch alle so am bellen, weißt du, was ich meine? Und diese Lotte, die wirkt so süß und man merkt ja, man kann die so in der Hand haben, weil auf denen, die ist treu für den Ex und so. Und deswegen sind die so, ja, du bist süß, du bist hübsch. Merkst du das? Dominante Frauen kommen nicht so gut bei die Männern. Die kommen alle hierher. Also bei Jungs, bei Männern schon. Bei Jungs. Irgendwelche Chayas oder so im Internet zu klären, dadurch. Denken ihr, die M's oder so sind jetzt voll. Nein, Junge, guckt euch mal an, ihr seid alle hässlich. Keiner von uns ist hässlich, ich schwitze einfach. Dankeschön, Autogramm gibt's später. Bruder, man denkt, die kommt gerade aus Bruder, wie so spielen. Guck mal, ich bin 15 und ich hab mehr im Kopf als du. Du bist 15? Alle! Bin ich schon seit auf alle. Erst 15? So benimmt er sich auch. Gar kein Schock. Du benimmst sogar wie 11, Digga. Wie diese kleinen Kinder, die man nicht stehen konnte. Schock. Darfst du eigentlich noch draußen bleiben? Was? Darfst du noch draußen bleiben? Musst du bleiben, seine Eltern erlauben ihn. Bombastic Side-Eye. Das Kind ist auch Schock, gell? Der ist die ganze Zeit so. Das ist die nächste Generation. Aber deine erlauben die gar nicht, weil du gar nicht mal Eltern hast. Ach so, deswegen bin ich gerade von Berlin nach Frankfurt. Ja, ich muss gleich nach Hause, ich muss gleich SpongeBob gucken. Momo. Hey, die sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Was hast du gesagt? Die kommt aus Berlin, weil in Berlin kein zum Lutschen gibt. Okay. Aber guck mal, ein für dich. Okay, ich bin vielleicht für Schatz gekommen, aber nicht für ein Schatz wie du. Dann hier, so! Auf deine Stirn kann man Mario Kart spielen. Fass mich nicht an, Digga. Das ist Revenge. Ich hol meine Rache bei dir. Hör auf zu rappen, Junge. Hör auf zu rappen. Ey, Digga, wann endet dieses Video? Es kommt random. Es bringt einfach Lines. Es geht noch 3 Minuten. Ey, wir hören bestimmt früher auf. Fass mich nicht an, Digga. Das ist Revenge. Ich hol meine Rache. Beide gehen anschaffen an Konstabler Wache. Ach du Scheiße. Schlaf jetzt ein, Leute. Geh doch ausreden. Hast du Angst, hops genommen zu werden? Guck mal, einer wie du, Kuffin. Einer
wie du, weil du keine Frau von hier freiwillig abbekommen würdest. Keine. Ihr wollt Leute nennen und ihr denkt, das wäre normal, aber dann... Wann hab ich das gesagt? Sag mir jetzt! Sag mir jetzt! Mein Bruder. Aber guck mal, ihr habt es normalisiert, dass ihr irgendwelche Bulgaren, Rumänen nennen dürft, aber wenn dann irgendein Weißer euch schwarze N-Wort nennt, dann ist es auf einmal schlimm, aber wenn ihr irgendwelche nennen... Was hast du gesagt? Ich meinte, Kofi weil du keine freiwillig abkriegen würdest. Sogar eine Kuffin würde weinen, wenn du ihr einen 20 zahlen würdest. Weil du hast schon mal einen 20 in Schein. Ja, keiner will mit dir... Guck mal, ich schwitze, Digga. Hi. Was geht? Guck mal, die ist auch noch da. Das ist die letzte Kandidatin, Tutti. Die kam nicht zu Wort. Guck mal, die kommt für die letzten 2 Minuten. Hi, ja, was geht? Und so. Ja, ich mach da mal mit, ne? Ja, ne? Ach, das ist der Inhalt des Videos? Ja, ne, da war ich rein da, ne? Das dachte sich gerade. Ich würde dort, wäre ich jetzt einer von den Mädels, ich würde dort nicht stehen. Ich wäre wirklich schon längst gegangen. Also, wir sowieso nicht. Aber wäre ich in ihrer Haut? Wäre ich in ihrer Haut? Ich wäre schon längst weg. Alles klar? Ja. Wollt ihr auch dabei sein? Komm mal her. Okay, haben die aber schon im Spiegel geguckt heute? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Aber bitte nicht noch eine. Bitte. Jetzt geht's los. Spiegel ist kaputt. Ja, hab ich. Toll. Frag sie mal auf Portugiesisch, ob sie diese Jungs daten würden. Ich spreche kein Portugiesisch. Okay. Ich bin Trillonias. You can speak English? Ja. Ja, sagt sie. Oh, du kannst auf Deutsch reden, ich antworte. Sag ihr mal, wen würde sie von Jungs daten? Kein. Guck mal, die Abla, ich würde die nicht daten, aber die sieht ganz okay aus, aber die ist viel älter als ich. Hä? Aber du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. What? Ich werde 17. Ich bin auch erst 18. Ist 18, ich dachte, die werden. 18? Alter, ich dachte, die war 25 oder so. Ja, Mann. Ey, Leute, sie ist jünger als du. Es sind Filler im Gesicht. Alter. Weil die sind alle schon so. Ja, das lässt einen Erwachsener wirken. Nicht Erwachsener, älter. Das sieht älter aus, Bro. Ja. 30 oder so. Oha. Nicht böse gemeint. Was haben die gemacht, Alter? Ja, sieht sie denn aus? Ich dachte, sie wären so 20, 21. Soll keine Beleidigung sein, ich meine damit so, dass du gut aussiehst, weißt du? Deine Schnauze, ich schwöre, Junge! Digga, kommst du aus irgendeiner Ecke, Zuschauer, Fan oder so? Und warum denkst, stehst du da noch? Ey, mach mal zuerst deinen T-Shirt zu, man sieht dein ganzes Behaar, man hat gerade deine gesehen. Ich auch gar nicht. Einfach ein Mädchen. Einfach ein Mädchen kommt und sagt, ihr macht die Bluse zu. Ja, Mann. Einfach ein Mädchen, die aussieht wie ein Biber. Scheiße, Digga. Ach, einfach du Perry Scheiße. Das Schnabeltier sagt jetzt. Aber weißt du, warum? Ich will auf Krampf auf der Seite sein von den Jungs. Ja, weißt du, pick me, choose me. Komm, Leute, tragt sie hoch, Heide. Man sieht dein BH, okay, bei mir habe ich auch schon. Aber Hauptsache, ich habe meine Haare dazwischen. Man hat gerade deine ganze... Hat sie direkt gesagt, ich hab Ausschnitt, aber Hauptsache, ich hab die Haare drüber. Oh mein Gott. Alter, solche Frauen sind die schlimmsten. Ach du Scheiße. Sag ich ehrlich, wenigstens sieht man kein Fett. Ich versteh nicht, wie Pumpkin Monkey das aushalten kann. Der macht wenigstens noch vernünftigen Eindruck, sage ich immer wieder. Kopfschmerztabletten. Ey, ich weiß nicht. Ey, Pumping, weißt du, was ich dir empfehle? Wenn du Migräne hast oder so, vor allem nach solchen Drehs, hol dir diese Migränentabletten, die kicken. Ey, Leute, wir brechen an der Stelle auch das Tinder ab. Ich würde sagen, like, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao.